Ich erzähle euch heute etwas zu dem letzten Primitive Update. Das ist die Version 1.4, die kam Mitte Januar raus, 2017, und hat vieles verändert. Also meiner Meinung nach jedenfalls vieles. Und auch nicht unbedingt zum Schlechteren ausnahmsweise mal. Denn anders als beim letzten Update funktioniert der Server noch, es funktionieren alle Engramme, es ist soweit so gut. Und auch die Sachen, die geändert wurden, funktionieren. Das finde ich sehr, sehr schön. Geändert wurden die Brick-Engramme, deshalb sieht unsere Werkstatt hier so interessant und löchrig aus. Ebenso die Lumber-Engramme. Daher die, ja, etwas seltsame Taverne. Außerdem sind komplett neue Engramme dazugekommen. Die zeige ich euch ebenfalls. Ich habe mir inzwischen auch mein Level abgegönnt. Ich habe mich auf Level 63 hochgelevelt. Ab da dachte ich dann, okay, das reicht. Und neu dazugekommen ist der Recurve Bow. Der ist im Prinzip einfach nochmal besser als der Langbogen. Sozusagen das Tech-Tier für Primitive. Die Advanced Workbench ist neu. Da spart man Materialkosten im Vergleich zur normalen Workbench. Außerdem gibt es eine Jurte. Die ist ein bisschen wie das Zelt. Da sehe ich auch gerade, dass ich noch das Bett lernen muss, um euch die zu zeigen. Und ansonsten haben sich eben optisch die Engramme von Brick geändert. Ebenso die Engramme von Lumber. Es gibt die Miner's Box wieder. Man kann sie bauen. Sie ist sichtbar. Und alle alten, die nicht abgerissen wurden, sind auch weiterhin sichtbar. Da gab es keine Probleme. Concrete hat sich auch noch verändert, allerdings nicht optisch, also zumindest nicht, was die Engramme betrifft. Aber eventuell doch optisch, wenn man es baut? Fragezeichen. Das weiß ich leider nicht, denn das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich werde euch aber mal mit der Werkstatt zeigen, was es mit den Brick-Änderungen auf sich hat. Denn hier ist es ja so, dass wir Concrete Foundation haben. Und eigentlich, das hier sind so die alten Brickwände. Sie sind grau geworden und nicht mehr ganz so rötlich, wie sie früher mal waren. Aber es sind trotzdem die alten. Und das hier sind die neuen. Die sind glatter und ja, heller, finde ich. Deutlich heller. Als kleines Entgegenkommen, damit halt eben nicht die komplette Base hinüber ist, ist es so, dass man die Engramme aufheben kann, also die Strukturen, die man gebaut hat. Hier das schräge Steindach natürlich nicht, denn das ist ein altes Engramm, da hat sich nichts geändert. Aber hier diese Brickwall kann ich aufheben. Ebenso das hier. Ist jetzt für den ersten Moment vielleicht nur eine kleine Schönheitsänderung, aber mit dem nächsten Patch verschwinden die alten Engramme. Sprich, die alten Strukturen. Und wer dann immer noch mit altem Brick gebaut hat oder mit altem Lumber, steht dann doch recht schnell mit einer kaputten oder vielleicht sogar gar nicht mehr vorhandenen Basis da. Deshalb ist es wichtig, dass man jetzt anfängt, das alles umzubauen. Und das ist gar nicht so einfach, weil wenn da tolle, viele Dinge draufstehen, wie hier halt eben zum Beispiel Schränke vollgeladen mit Metall. Und Kristall auch oder anderen Steinen, der Schmelzofen. Das muss ja alles abgerissen und neu gebaut werden, denn die Dinge kann man nicht aufheben. Das finde ich ja weniger schön, um es mal so zu formulieren. Auch den Grindstone, der ja inzwischen funktioniert, muss man nochmal neu bauen. Nicht wundern, dass hier jetzt nur die Battle Axe drin ist. Ich habe die Viking Axe offenbar nicht gelernt. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, ob, also und auch mir selber zeigen, ob der Concrete-Boden irgendeinen Unterschied aufweist. So, für Zement
Boden. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gelernt habe. Nein, das wäre ja auch einfach gewesen. Ich habe versucht, möglichst das zu lernen, was ich schon gelernt habe. Aber es hat sich nicht so ganz umsetzen können. Ich habe zum Beispiel die ganzen Lumber-Geschichten gelernt. Ich habe auch teilweise Stein-Sachen gelernt. Also so ganz ließ sich das nicht umsetzen. Wir brauchen ein bisschen mehr frischen Zement. Dann produzieren wir doch mal 4 Stück, war das? Ich habe das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Oh, ich habe was falsch gemacht. Okay, stopp. Ich wusste nicht, dass 15 rauskommen. Finde ich aber gut. Allerdings vergammeln die halt auch sehr schnell wieder. Hier ist es 4 Minuten haltbar. Bin jetzt gespannt, was sich da geändert hat. Ob sich da was geändert hat oder wie auch immer. Nein, da hat sich überhaupt nichts geändert. Da stehe ich jetzt natürlich da und frage mich, lieber hier alles abreißen und auf sicher gehen oder eben doch stehen lassen. In den Patchnotes steht eben nur drin, dass Brick/Concrete geändert wurde. Bei Brick sehe ich das auch. Da gibt es keinen Zweifel. Bei Concrete kann ich das aber nicht direkt unterschreiben. Also nicht bei den Concrete Foundations zumindest. Wir müssen jetzt natürlich die Brickwand, die ich gerade abgerissen habe, neu bauen. Habe ich die denn schon gelernt? Das wäre doch schön. Ja, habe ich. Wir brauchen mehr Brick und wir brauchen Woodplank. Woodplanks haben wir hier eigentlich zu genügen. Und Brick haben wir hier zu genüge drin. Dann sollte das auch kein Problem mehr sein. Ja. So, hier kommt das wieder hin, so wie es vorher war. Und durch das Aufheben der Wand und des Fensters haben wir jetzt automatisch die neuen und richtigen Varianten im Inventar. Ich das jetzt platziere. Tada! Es ist aber ein bisschen anders eingesnappt. Ich glaube, das liegt aber an der Tür. Weil die ist auch hier nicht richtig eingesnappt. Das wurde eben überarbeitet, die Snapping Points von Zement und Lumber, deswegen muss man die komplett neu bauen. Sieht man auch schön, dass das Steindach nicht aufsetzt. Was darauf schließen lässt, dass wir das Steindach wahrscheinlich auch nochmal neu bauen. Aber so sieht es dann in etwa aus. Natürlich fehlt hier in der Mitte noch die Wand. Ja, noch viel, viel, viel zu tun in der Hinsicht. Bei Lumber möchte ich euch einmal kurz das Dodo-Gehege zeigen. Gabriels Haus ist natürlich auch abgerissen worden. Von uns. Aber ja, so sieht es dann in etwa aus, wenn man das eine komplett neue Lumber ausschließlich benutzt. Es gibt verschiedene Variationen von den Wänden. Man hat einmal diese Wand, man hat diese Wand und man hat diese Wand. Also, dass die schrägen Balken sich in der Mitte treffen, die schrägen Balken sich bei einem Drittel, ja, nicht treffen, aber halt den Boden treffen. Und einmal, dass es überhaupt gar keine schrägen Balken gibt. Die kann man aber nicht extra auswählen oder so. Man kann zwar in etwa sehen, welche Variante platziert wird, aber teilweise ist die Vorschau auch fehlerhaft. Und dann platziert man sie und es ist dann doch eine andere Variante. Hier seht ihr aber mal den Kontrast zwischen dem alten Lumber rechts und dem neuen Lumber links. Da hat sich doch ein klein wenig getan. Ganz besonders auffällig finde ich es beim Dach. Da sieht das hier so aus, das alte. Und das neue sind dann so richtige Schindeln, auch optisch schön dreidimensional. Also das finde ich richtig super. Ein weiterer großer Unterschied ist die Foundation, die jetzt geschlossen ist und ursprünglich auf Stelzen war. Ich werde hier mal die Steinwand abreißen, dann könnt ihr das hier auch besser sehen. Oh!
Ja. Hallo Mistkäfer. Schon immer ein Problem, diese Viecher. Kann ich ihn so kriegen? Ja, gut. Ja, dadurch, dass eben Gabriel sein Haus abgerissen hat, befinden sich die Tiere, die normalerweise in seinem Haus vor sich hin wursteln, jetzt hier. Das ist eher suboptimal für das, was ich gerade vorhabe, nämlich hier kurz umzubauen. Aber ich kann euch das auch an der Taverne zeigen, dann muss ich hier nicht die Tiere durch die Gegend schleppen vorher. Ja, hier könnt ihr jetzt das schön sehen. Hier ist einmal das mit den Stelzen unten. Hier ist eine Lumber-Rampe davor. Und das ist der normale neue Lumber-Floor oder Lumber-Foundation. Was mir nicht so sehr gefällt, ist, dass man hier dadurch eine Lücke hat, die einmal komplett quer durchgeht. Und ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich hätte es lieber, wenn das hier auch noch komplett schließen würde. Aber es sind nur Kleinigkeiten. Also insgesamt gefällt mir das neue Lumber auch sehr gut. Ich hatte anfangs Schwierigkeiten, mich anzufreunden mit dem neuen Lumber als Taverne. Aber ich denke, das ist auch okay. Gerade durch das Dach habe ich mir dann gedacht, nee, 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 das passt schon. Das ist gut so, wie es ist. Wo wir noch gar nichts gemacht haben im Hinblick auf einen Umbau, ist hier das, ja, das Stallgebäude von den Fiumias. Aber das werden wir natürlich auch komplett umbauen. Denn, das habe ich euch jetzt ganz vergessen, beim Dodo-Gehege zu zeigen, es ist nicht nur, dass das neue Lumber optisch anders aussieht und andere Snapping Points hat. Durch die anderen Snapping Points kommt man so reingekrochen, wie früher, ihr kennt das. Aber man kann auch einfach durchlaufen. Das ist richtig, richtig schön. Man kann einfach direkt durch den Dodo-Stall laufen. Das konnten wir ja früher immer nicht. Hier ist jetzt aktuell keine Rampe, da wir zu dem Zeitpunkt keine Lumber-Rampe zur Verfügung hatten. Und es ist eigentlich auch ganz gut, dass wenn die Dodos nicht nach hier oben kommen. Es rennen ja auch immer noch Dodos frei im Dorf herum, die wir noch nicht eingefangen haben. Aber ja, das so sieht jetzt mit Lumber aus. Und das ist eben auch, wenn man es aufhebt, bekommt man das neue Engramm im Inventar und kann das platzieren. Also die neue Struktur. Etwas anders sehen auch die Glaswände aus. Die wurden ja auch ebenfalls alle komplett entfernt. Und so sehen die neuen aus. Ich finde die eigentlich ziemlich cool. Hier ist auch dasselbe Prinzip mit den Balken wie bei den Lumber-Wänden an sich. Finde ich ziemlich schick. Ich kann euch auch mal zeigen, wie es in der Taverne aussieht in der Hinsicht. Denn da haben wir auch schon ein bisschen angefangen. Ich hatte ursprünglich eigentlich vorgehabt, hier nicht dreimal dieselbe Wand nach, so übereinander zu setzen. Aber meine Vorschau hat mir andere Wände gezeigt und als ich sie gebaut hatte, sahen sie dann so aus. Also habe ich die so genommen. Man braucht für die Lumber Glass, also das heißt Lumber Glass Window Wall, braucht man dieselben Materialien wie für die normale Lumber Wand. Das heißt, man benötigt kein Glas mehr. Für diese schräge Wand hier allerdings schon. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder noch ein Fehler. Ich tippe darauf, dass es ein Fehler ist. Aber ja, solange es so ist, akzeptiere ich das und baue die entsprechend. Das ist ja klar. Wir haben hier jetzt auch schon eine Tür eingefügt mit einem Lumber-Rahmen. Die Lumber-Rahmen von den Türen können ebenfalls unterschiedlich sein, die Türrahmen. Es gibt einmal diese Variante, wo gar kein Balken irgendwie von links nach rechts geht. Und es gibt diese Variante, ich kann ja mal kurz rausgehen, die Variante, wo eben von links und rechts noch ein senkrechter Balken dabei ist. Ein horizontaler Balken. So. Außerdem gibt es die lange ersehnten Sattelengramme von vielen neuen Dinos, die zwischenzeitlich eben nicht verfügbar waren auf Primitive, da das gerne später erst eingefügt wird. Das liegt einfach daran, dass Primitive eben
doch nur eine Total Conversion ist und nicht das Originalspiel. Und dementsprechend, wenn das Originalspiel einen Patch rausbringt, ist der nicht automatisch bei Primitive auf dieselbe Art und Weise implementiert. Was mich auch sehr freut mit dem Primitive Bier, das wir aktuell nicht brauen können, und das hier muss eh alles noch komplett abgerissen werden, könnt ihr hier auch schön sehen. Das ist alles noch das alte Lamba. Aber dazu bin ich jetzt noch nicht gekommen. Aber mit dem Primitive Plus Bier, was man hier in den Bierfässern herstellen kann, lässt sich nun endlich auch der bierliebende Dino zähmen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Irgendwas mit C. Ich werde ihn euch einblenden. Der lässt sich damit jetzt endlich zähmen. Den konnte man ja nur mit Bier zähmen. Und das ging hier halt ewig lang nicht. Ansonsten möchte ich euch aber doch mal die Werkbank zeigen, wo ich eben jetzt überlege, wie ich das mache. An sich ist es schon sinnvoll, hier direkt die neue Zement-Foundation hinzupacken. Also sinnvoller, als die alte zu lassen auf jeden Fall, weil ich reiße diese Werkbank so oder so jetzt ab. Auch wenn das sportlich wird. Man muss das ganze Zeug ja auch erstmal irgendwie woanders unterkriegen. Oh, ich dachte irgendwie, ich hätte Kristall dabei, aber scheinbar nicht. So, dann bringen wir mal die Steine zurück in die wunderschöne Miners Box, die wieder da ist. Und den Lumber zurück in die Lumber Station. Die Reihenfolge der Engramme in der Engrammliste hat sich auch geändert. Die ist jetzt aufsteigend sortiert, sodass eben die Engramme nach Level sortiert sind. Wenn man Level 10 erreicht hat, dann kann man die Engramme, die man neu dazugelernt hat, direkt untereinander aufgelistet sehen. Und muss nicht immer die komplette Engrammliste durchsuchen und hoffen, dass man jetzt nichts übersehen hat. Also ja, das Steindach wird ja wahrscheinlich wegfallen, sobald ich die schräge Wand abreiße. Denn daran ist es geklinkt. Das heißt, ich werde das schräge Steindach selbst abreißen. Damit ich eben die Ressourcen wenigstens noch bekomme. Und dann hier die Lumberwand aufheben. Das Fenster ist ganz unten. Das möchte ich mir merken, weil ich möchte die Werkstatt schon noch möglichst gleich aufbauen. Hier ist das Fenster oben. Okay, bekomme ich hin. Ach so, ja, ich war ja noch gar nicht fertig mit Ausräumen. Oh, ich bin gar nicht überladen, wenn ich alles nehmen sage. Das finde ich aber gut. So, ich werfe das jetzt alles völlig unsystematisch hier rein. Natürlich wird das wieder in die andere Werkbank sortiert. Das ist klar. So, die ist voll. Dann können wir ja mal noch ein bisschen was von den schweren Sachen. Wie, okay, Kristall würde eigentlich in das andere Regal reingehören. Egal, ist jetzt so. Die anderen Geschichten sind eigentlich nicht sonderlich schwer. Das ist okay. Dann wollen wir doch mal sehen. Die Werkbank. Einmal kurz nachschauen, wie viele Engramme ich drin habe. 4 Stück. Wie gesagt, ich habe vieles eben nicht mehr gelernt. Die Metallwerkzeuge zum Beispiel habe ich gar nicht gelernt. Das muss ich noch machen. Ich habe jetzt vor allem Primitive Plus Engramme gelernt. So, okay. Ach ja, wir müssen natürlich eine Zement-Foundation bauen. Das habe ich schon wieder vergessen. Einmal bitte herstellen. Und weg damit. So. Und dann war es wie rum? Das Fenster war hier unten. Der Kontrast ist echt riesig, finde ich. Hier war die Wand unten und hier dann die Wand oben und hier das Fenster oben. So, dann brauchen wir mal noch die schräge Wand. Tada!
Und das Dach fehlt eben, weil, naja, wir haben es ja abgerissen. Jetzt ist die Frage, ich hoffe, wir müssen die Werkbank nicht irgendwie in der Werkbank herstellen oder so. Das ist mir jetzt gerade erst in den Sinn gekommen. Vielleicht hätte ich nicht sofort abreißen sollen, was? Möchte einmal nachsehen. Ja, kann nur in der Werkbank hergestellt werden. Kein Kommentar dazu, okay. Ich hätte es sehen können. Ich habe es nicht gesehen bzw. geflissentlich ignoriert. Aber ich habe auch die alte Werkbank gar nicht gelernt. Okay, jetzt ist das alles ein bisschen komplizierter, als ich es mir wünschen würde. Aber das passiert. Wir brauchen Eisen und wir brauchen Leder. Das sollten wir zusammenkriegen. Also nicht Leder, sondern Tierhaut. Das ist ja hier immer noch ein wenig konfus. Und ja, wir haben einfach. Oh doch, da war ja welches. Hier. 46. Ich hoffe, das reicht. Das müssten dann insgesamt 56 sein. Und außerdem nehmen wir mal noch ein bisschen Metall mit. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen eventuell weiterhin beides. Und ich habe vorschnell gehandelt. Kann das sein? Wenn dem so ist, wie mache ich das dann? Wo stelle ich denn dann die fortgeschrittene Werkbank hin? Okay, warum ist der Werkweg versperrt? Ach, ich kann mich daran erinnern, dass es schon ein Spaß war, dieses allererste Mal hier hinzubauen. Ich glaube, jetzt ist sie ein bisschen zu weit in der Richtung. Weil ich kann mich daran erinnern, dass die wirklich nur rangepasst hatte. So auf einen Millimeter sozusagen. Okay. Ich fand sie vorher irgendwie schöner. War sie vorher nicht andersrum? Und natürlich ist die fortgeschrittene Werkbank hier überhaupt nicht drin. Ich fürchte, das ist noch ein Bug, den es auszumerzen gilt. Und ich hätte definitiv vorher nachschauen sollen, bevor ich sie abreiße. Na gut. Eine andere Sache, wenn wir schon bei Bugs sind. Die Lambertüren funktionieren ebenfalls nicht. Also hier seht ihr wunderschöne Lambertüren. Das sind aber Lambertüren, die wir aufgehoben haben vorab. Eben die alten Lambertüren. Doch wenn man die nicht aufhebt aus Versehen und sie halt direkt zerfallen, weil man den Türrahmen stattdessen aufhebt, kann man sie auch nicht mit einer Lambertür ersetzen, denn die Lambertür ist aktuell nicht baubar. Wir haben hier, nein, natürlich nicht hier, sondern hier, die Lambertür als Engramm, kann aber nur in der Werkbank hergestellt werden. Man kann sie aber in der Werkbank nicht herstellen. Und Engramme rüberziehen oder sowas, das funktioniert natürlich nicht. Es ist auch egal, ob ich jetzt die passenden Ressourcen im Inventar habe oder in der Werkbank. Es funktioniert beides nicht. Aber gut, passiert. Das sind so Kleinigkeiten, damit muss man rechnen bei Primitive Plus und auch bei Arc allgemein. Da kommt ja auch öfters irgendwas raus, was dann nicht so funktioniert, wie es eigentlich gedacht war. Ich möchte euch zum Abschluss mal noch die Jurte zeigen. Moment mal, ist das Problem, dass ich es nicht gelernt habe? Aber ich habe es gelernt. Habe ich es nicht gelernt? Okay, wir testen das jetzt nochmal. Jetzt bin ich völlig verunsichert. Ja, alles gut. Es ist vorhanden. Alles ist schön. Ich weiß aber trotzdem nicht, wie wir die platzieren wollen. Wir brauchen Zement. Davon habe ich genug. Holz habe ich auch genug. Oh, doch nicht. Holz habe ich nicht genug, aber ein bisschen was. Und Leder. Leder habe ich auch. Ah, doch, diese Art von Leder, ja.
Holz. Brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Kein Problem. So. Herstellen. Da wollen wir doch mal sehen. Die wird so lang hingestellt. Ungünstig. Kurz gesagt. Dann sammle ich hier mal noch alles ein, baue hier noch eine Concrete Foundation hin. Ah, Steindach stürzt doch nicht ein. Hätte ich vielleicht nicht aufsammeln müssen. Der hier kommt leider auch weg, den kann man auch nicht aufheben. Oh, da war noch was drin. Wird alles genommen. Und dann fällt mir auf, dass ich das hier mit abreißen muss. Und dann fällt die Wand, glaube ich, doch ein. Ah, das ist ein gutes Dach. Sehr gutes Dach. So. Es ist ja aber auch unmöglich festzustellen, welches jetzt die neuen Foundations sind und welches die alten sind. Da weiß ich nicht so ganz, wie man das machen soll. Jetzt bei Zement. Da habe ich nicht so die Idee. Weil ich sehe da keinen Unterschied. Das tut mir leid. Vielleicht gibt es einen, aber... Ja, der Unterschied ist, dass er ein bisschen kleiner ist vielleicht. Nein, keine Ahnung. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wo die Fenster waren und so. Aber ich glaube, das war hier so. Und hier so. Und die schräge Wand. Ah, die schräge Wand passt nicht hin, weil da jetzt das Steindach ist. Steindach, du musst weg. Das ist immer das Problem bei Schrägdächern. Nicht bei Primitive an sich, sondern prinzipiell bei Ark. Man muss zuerst dieses schräge Dach, diese schräge Wand setzen und dann das Dach da drauf. Und andersrum geht das einfach nicht. So, jetzt diese Werkbank. Würde ich dann gerne hierhin platzieren. Oh. Optisch gefällt sie mir schon mal sehr gut. Man hat hier einen Sattel, die Pfeile, so einen kleinen Werkzeugkoffer, Steine, eine Zwinge. Sieht sehr cool aus. Wir können jetzt ja direkt mal... Ach, und in der fortgeschrittenen Werkbank kann man die fortgeschrittene Werkbank bauen. Okay, das heißt, man kann die alte dann wirklich komplett abreißen. Ich glaube, dann werde ich die Werkstatt nochmal ein bisschen umbauen, damit das alles passt. Aber ich würde jetzt gerne mal sehen, zum Beispiel mit dem Allosaurus-Sattel. Haben wir Leder 240, Fasern 127 und Eisen 22. Und hier, oh, deutlicher Unterschied. Leder 320, Fasern 170 und Eisen 30. Also ich finde, da ist ein deutlicher Unterschied. Also lohnt es sich, Werkbank bauen, fortgeschrittene Werkbank in dieser Werkbank herstellen, die Werkbank abreißen und an derselben Stelle, wenn einem die Stelle gefällt, wo die Werkbank steht, die fortgeschrittene Werkbank platzieren. Genau das werde ich jetzt nämlich auch noch machen. Aber das soll es jetzt erstmal von... Primitive Plus gewesen sein und dem Update. Ach, beziehungsweise, wichtig, ich wollte euch ja unbedingt noch die Jurte zeigen. Zum Großteil, weil ich sie auch selbst einfach spannend finde. Dazu muss ich das Bett lernen. Warum kann... Oh, okay, ich muss den Schlafsack lernen. Schlafsack, okay. Jetzt kann ich das Bett lernen. Und die Jurte. Okay, kann ganz normal im Inventar hergestellt werden mit Fasern und Bienenwachs. Ich mag Dinge, die Bienenwachs benötigen. Das ist meine Lieblingsressource, wenn es ums Verbauen von Sachen geht. Wie viele Fasern braucht es denn? Ach, das reicht schon. Bienenwachs. Und das Primitive Plus Leder. Also das
Leder, Leder. Die gesalzene Tierhaut sozusagen. Gegerbtes Leder. So, Bienenwachs ist natürlich bei unseren Bienen und dem noch überhaupt gar nicht umgebauten Haus. Ich habe ein bisschen Angst, dass demnächst einfach der Patch kommt und das ist alles weg. Aber wir arbeiten ja daran. Bienenwachs habe ich ein bisschen was. So ein bisschen was übrig. Dann wollen wir sie mal herstellen. Letzten Endes ist es einfach nur ein einfaches Bett. Also es dient als Spawnpunkt. Ich werde es mal hier auf diese freie Stelle stellen. Oh. Gefällt mir optisch. Hier ist es schön gerade und wir kriegen ja diesen Baum, der hier stand, ohnehin nicht mehr wieder. Das ärgert mich immer noch. Aber man muss sich mit dem zufrieden geben, was man hat. So sieht die Jurte aus. Okay, es lohnt sich, sie dahin zu bauen, wo es wirklich komplett eben ist, eventuell. Andererseits ist das ja auch kein normaler Boden. Ich weiß es nicht. Aber insgesamt finde ich die sehr cool. Weil du kannst hier innen drin jetzt sozusagen noch ein Lagerfeuer bauen und alles. Fühlst dich aber halbwegs sicher. Und hast schon mal so deine erste Behausung. Okay, naja, nicht unbedingt deine erste, weil die Ressourcen, die du dafür brauchst, musst du ja erstmal herstellen. Aber eventuell ist das im Sinne von Reisen sehr praktisch, weil man dann einfach irgendwo hingeht, sich da seine Jurte aufbaut und dann darin die Nacht verbringen kann. Das finde ich sehr praktisch. Sie ist auch deutlich größer als das Zelt bei Scorched Earth und bietet damit viel mehr Möglichkeiten. Finde ich gut. Hallo Fisch, du wirst wahrscheinlich demnächst sterben, wenn du so außerhalb vom Wasser an der Brücke festbackst. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu Primitive 1.4. Viele Neuerungen. Vieles funktioniert, viele Bugs wurden behoben und bisher ist mir außer dem Problem mit der Lambertür auch kein neuer Bug aufgefallen und das ist für mich so ein riesengroßes, gigantisches Plus an dem Update. Aber eventuell begegnen uns noch andere Bugs im Laufe der Zeit. Wir werden es sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.